Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei God of War. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein fettes, großes Dankeschön an die Göttermenschen da draußen, die das ganze letzte Video götterlich bewertet haben. Und zwar, wir sind immer noch in der Eishöhle und müssen weiter unsere Ziele verfolgen. Und wir haben in der letzten Folge, wo wir jetzt hier sind, einfach den Weg jetzt frei gesprengt und jetzt machen wir natürlich weiter, beziehungsweise gehen wir weiter und schauen mal, was im Verlauf der Reise uns noch alles passieren wird. Alles klar. Da vorne ist was. Oh, kann es nur Sindri sein? Siehst du, ihm geht's gut. Dachte, ich verschwinde besser, als Thors Söhne auftauchen. Hey, ich hab dich aber dich vorhin nicht hier gesehen und oh Gott. Ja, also ihr merkt, wir sind nicht alleine. Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Denn die Söhne des von Thors sind auch hier und sind, glaube ich, auf der Suche nach uns. Na, das kann ja was werden. Aber ganz ehrlich, den haben wir echt nicht hier gesehen. Ich sehe erst jetzt, wenn ich hier lang gehe. Aha. Ach, du hast jetzt wieder eine Mission für uns? Na dann, sag mir mal was. Von den Springern. Widerlich. Oh, der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Was du nicht sagst. Okay. So, ich werde erstmal hier wieder die Leiche plündern. Ich weiß, es klingt so fies. Aber es ist wahr. Es ist ja auch ein Sarg. Dort befinden sich Leichen. Und wir plündern die. Na komm. Jawohl. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier da. Deswegen besorgen wir uns jetzt ein Stück von diesem Meißel. Beeilung! Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Junge. Ergib dich. Der Allvater verlangt es. Nein. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der Kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Oh, fuck! Verfolgt ihr uns? Was will Odin? Keine Ahnung. Komm her, Bastard. Papa hält dir jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Ah!
so lange überlebt. Klappe halten! Beruhige dich lieber auf eine weitere Position. Oh, ich zeige mich nur allzu gern. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Wir sollten ihn im Auge behalten. Alles klar, wow, 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 okay, jetzt haben wir gerade einen Bosskampf gegen die Söhne von Thors gemacht, also einen haben wir erledigt, das war jetzt Magni, den haben wir umgebracht und eine hat sich einfach verpisst, könnte man so sagen, aber das war schon ein sehr geiler Bossfight, kein Zweifel. Okay, geil, 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 so, dann besorgen wir uns mal diesen...
reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die Weltenrune nach Jötunheim meißeln und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Alles klar, so geil. Ah, und jetzt können wir einfach genau diese Türen öffnen. Jetzt pass mal auf. Ich muss irgendwo so einen Punkt finden. Ja, so ein bisschen schwierig. Ah, das hört sich schon gut an. Nee, doch nicht. Jawohl. Und tada. Wir können durch. Das ist saugeil. Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Und wann kann man einen Gott töten? Oh mein Gott, ich habe so ein bisschen die Zweifel von meinem Jungen. Und ich höre wieder Sindri schmieden. Der ist ja auch fast hier überall. So, wie komme ich hier lang? Und wo sind dann die Siegel wieder? Ah, okay, hier habe ich schon mal einen gefunden. Die müssen doch hier irgendwo in der Nähe sein. Aber ich sehe hier keinen, also ich würde mal vorschlagen, wir gehen erstmal hier weiter. Okay, hier habe ich schon mal den zweiten gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch einen dritten. Und der ist wo? Immer der letzte, ne? Ah, ich habe den gefunden. Ah, die sind hier schon ein bisschen gut versteckt, muss man schon sagen. Aber ich habe es geschafft. So, her mit meiner Belohnung. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Moment, Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Unbezahlbare Reliquie. Was du nicht sagst, okay. Ja, wie kommen wir denn zurück, mein Sohn? Ganz einfach, denn hier ist auch wieder so eine verschlossene Tür und die können wir jetzt ganz normal betreten. So einfach geht es. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, halt der Schritt. Ja. Ich habe so meine Bedenken. Hey, hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Interessant, interessant. So, was haben wir hier denn? Förster! Aber ich brauche doch irgendwas, um das zu zerstören. Aha, ich habe schon gefunden. So, dann hätte ich schon mal das Licht, also diesen Kristall, und
hierfür für die Truhe. Leichenplünderung. Und den Kristall nehme ich für bestimmt für wieder so eine Tafel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nee, falsch. Ach nee, das ist wieder so ein Kack. Nee, nein, danke. Sorry Leute, aber so ein Scherz mache ich nicht. Ich habe so meine Gründe. Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Das haben wir jetzt mal gelöst und jetzt... Und einfrieren. Okay. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie dort gelangen. Ist ja halt nur die Frage, wie. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Das ist ein Weg zum Ausgang. Auf der anderen Seite. Junge? Ach so. Heißt das, der Junge muss das jetzt machen? Oder wie verstehe ich das? Hier oben ist eine Kette. Dann löse sie. Lass die Kette herunter. So, ich mache das jetzt nur wegen der Abkürzung. Und da war wieder eine Truhe. Gratis will die Truhe haben. Aber ihr merkt, es ist jetzt sowas von praktisch, dass wir jetzt sowas haben. Da können wir einige Wege ersparen. Nördliches Dock. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Ja, und jetzt sind wir hier. Ach, die süße Duft des Freiheits. Ah ja, stimmt, da haben wir auch noch ein Tor. Ich weiß auch ganz genau, wohin das hinführt. Ich kann das für euch gerne mal öffnen. Ist kein Problem. Ja, ich bin ja gerade dabei. Und zwar hier haben wir erstmal einen Schrein. Hier. Also wieder ein Gemälde. Noch eins. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen.
Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Und hier gelangt es zum einen kleinen Bereich, was ich sehr gerne nicht machen möchte. Und zwar liegt es daran, dass wir unten eine Walküre finden. Und soweit ich weiß, gibt es insgesamt 3 Walküren. Und die sind richtig, richtig hart zu besiegen. Also ich würde sagen, nein, danke. Ich meine, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Vielleicht werde ich das trotzdem mal machen. Ich weiß nicht, könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich gegen die Valkyrien kämpfen soll. Aber erstmal möchte ich das nicht machen. Weil ich habe da so meine Gründe. Weil ich habe wirklich, als ich das privat durchgespielt habe, habe ich sehr lange dafür gebraucht. So, und wir sollten jetzt hier sein. Die Reise. Und hier haben wir die Nebenmission. Okay, die Schnellmission, ich muss schon sagen, die Schnellmission, ich meinte natürlich, die Schnellreise können wir also nicht benutzen. Was jetzt? Vielleicht sollte die Freya den Punkt mal ansehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meister des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von ihm. Die Türen liegen unter seinen Tellern seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jötunheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Ja, und ich bin jetzt mal so fies und ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt mal die Nebenmission, die wir jetzt noch alle haben, weil sonst kommen wir gar nicht hier voran. So, das werden wir erstmal hier verfolgen. Wir müssen hier Knochen sammeln und wir haben, glaube ich, auch eine Nebenmission von Brook erhalten. Beim letzten Mal hattest du im Boot eine Geschichte begonnen. Was wolltest du über den großen Krieg sagen? Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärten Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ja, jetzt erzählt nicht mehr Kratos die Geschichten, sondern Mimir. Interessant, interessant. So, was haben wir hier? Ah, ein Knochenteil haben wir schon mal gefunden. In diesem Knochen steckt Magie. Das muss Gulweg sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. Da hat Kratos allerdings recht. Und was höre ich da die ganze Zeit? Irgend so eine Bestie wieder. Na, dann lass uns mal schauen. Ah, ha! Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Fein. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Okay, what the fuck, ey. Also, das war früher ein Zwerg und jetzt wurde er zu meinem Drache? Alles klar. Okay, dann befreien wir mal den Drachen. Nutzen wir die Zeit. Gut, weiter so.
Oh, hier sind schon Gegner 5 Level. So, okay, wir müssen jetzt die Siegel zerstören. So, hier habe ich schon mal einen. Oh, hey! Hey, der greift mich an! Wie wurde dein Freund zum Drachen? Oh, er ist hier. Keine Scheiße, aber ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Okay, da hat Mimir schon recht, aber es ist schon echt gemein, dass der Drache uns einfach angreift. Das ist nicht nett. Ja, hier sind noch mehr von denen. Ja, warum wieder so ein verdammter Riese mit einer Rüstung? Meine Fresse. So, hier haben wir schon mal das zweite Siegel. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Okay, und wo ist jetzt das dritte Siegel? Das muss doch hier auch irgendwo sein. Ah, ich hab's gefunden. Vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich habe noch Beine. So, hier hast du etwas wieder zum Schreiben, hier. Mein Sohn. Junge. Ha, schön. Fnafnis Schwanz. Alles klar. Und hier können wir wieder Leiche plündern. So, und dann würde ich sagen, befreien wir den Drachen. Oh, halt, ich wollte es jetzt anders machen. Weil ich bin so frech und öffne hier mal die Tür. Weil, wegen Abkürzungen. So, bitte beruhig dich. Oh Gott. Ey, ich will ihm nur helfen. Aber nee, der will uns hier umbringen. Okay, gut, das waren jetzt alle. So, mein Freund. Wir wollen dich jetzt hier befreien. Bitte schön, du kleiner Mistkerl.
Okay, geil. Geil, wir haben einen Drachen befreit. Okay, sehr schön. Alles klar. Ja, laut Karte haben wir jetzt wirklich einige Sachen zu tun. Ich würde auch vorschlagen, in der nächsten Folge machen wir nicht weiter mit der Story. Nee, ich weiß, das klingt so gemein von mir. Aber ich würde vorschlagen, wir machen wirklich die restlichen Nebenmissionen. Ja gut, das mit Familienangelegenheit. Ich weiß nicht, wie wir dort gelangen. Ich meine, theoretisch, wenn wir eigentlich nur diesen Weg folgen, müsste es klappen. Ich würde mal vorschlagen, wir werden die restlichen Nebenmissionen machen und dann machen wir weiter mit der Story. Das klingt vernünftig. Moment mal, was ist hier diese lila Axt? Kampf, Weltendes, Begegnung, okay. Ach, ich weiß, was es ist. Das ist, glaube ich, wenn ich nicht so recht erinnere, dieses komische leuchtende Kreis, was ich hier die ganze Zeit mir verweigern möchte. Es kann nur das sein. Ja, genau. Aber nein, danke, das möchte ich nicht machen. So leid es mir auch tut, aber ich werde es nicht machen. Okay, Leute, das war es dann auch eigentlich mit der Folge dann. Ich hoffe, die Folge hat euch dann wie immer mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren. Denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir mal die restlichen Nebenmissionen machen. Dann weiter mit der Story. Weil Nebenmissionen haben auch so seine Vorränge, weil, und ich will die unbedingt noch vorm Ende, die alle machen, also vorm Ende des Hauptspiels, deswegen. Aber bis dahin ist ja noch genügend Zeit. Also Leute, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder nochmal dabei wart und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei God of War. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.